Willkommen zurück zu Let's Play Planet Side 2, wieder auf der, ja, terranischen Seite. Ich möchte mein Level 20 machen. So, bevor wir wieder auf Wano gehen, machen wir mein Level 20 hier. Kann ja nicht so schwer sein, möchte man meinen. Will ich meinen. Oder so. Ja, kann ja nicht mehr viel kommen, das ist die Theorie. Ja, haben ja schon die Hälfte von 16. Holy shit. Das Problem ist, wir haben gerade, glaube ich, einen total unaufgerüsteten Sanier, weil das letzte Mal waren wir auf der Klasse, ja, wo wir die Torque getrialt haben. Der Trial ist ausgelaufen und deswegen haben wir das Standardgewehr ohne irgendwelche Extras. Das heißt, wir strengen uns doch jetzt mal, ja, wir brauchen uns gar nicht extra anstrengen, um damit was zu reißen, weil das Standardgewehr, genau wie alle Standardgewehre, sind gut, ist gut, wird immer gut sein. Aua. Da oben ist irgendwo einer. Soll mich aber nicht stören. Denn da gehen wir jetzt hin. Den hole ich mir. Der hat auf mich geschossen, den will ich nicht. Der wird sterben. Na du? So, das war der Kollege. Klauen wir mal den Kill. Na, oder auch nicht. Ja, wir werden hier oben gerade angeschossen vom Scharfschützen. Von allen Seiten. Wo bist du? Komm her, du Sau. Oh, im Ernst? Der hat eine Flakrüstung. So, Treffer versenkt. So, hier war noch ein Panzer, aber der traut sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schnell raus. So, den haben wir auch zumindest einen guten Assist gegeben. Den kriegen wir nicht, weil der eine gute Deckung hat. So, das war er. Ja, wir werden ja gerade von der Seite angeschossen, glaube ich. Aber ich bleibe hier mal drin, als wenn nichts wäre. Weil ich glaube, dass das hier eine recht gute Stellung ist. Da komme ich nicht ran. Ich kann nicht tiefer gucken. Nicht, dass ihr denkt, wieso zielt der denn nicht? Ich bin ja auch Zuschauer. Ich weiß ja, wie das manchmal ist. Na du? Und raus. Ja, war knapp. Ja, aber man kann halt einschätzen, wie schnell die Gegner schießen können, wenn sie nicht gerade Upgrades haben und sich daraus so ableiten, wann man dann spätestens abhauen sollte. Wir gucken mal, was hier oben ist. Ich weiß gar nicht, ob uns das gehört. Nee, sieht nicht so aus. Werfen wir mal eine Granate, die nicht trifft. Nee. Schade. Allerdings würde ich gerne nochmal da hoch und versuchen, hier links drauf zu landen. Also da drauf und nach links steuern, so krass es geht. Seht ihr? Denn für sowas sind so Movepads gut. Man kann halt viel damit ausnutzen. Ne, da war unser Magazin nicht mehr ausreichend genug. Aber für das erste Mal abgeworfen werden gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, dann machen wir doch einfach mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Nehmen uns die Torque wieder raus. Jetzt testen. Also wundert euch nicht, wenn ihr nicht testen könnt. Es gibt da so einen kleinen Clou dran. Und zwar könnt ihr nur Gegenstände testen, wenn ihr lebt. Also nicht wundern. Es ist nicht irgendeine Sperre auf den Test drauf. Man muss halt wirklich das machen, was sie von einem verlangen. Ja, ich würde sagen, das ist eine Waffe, die kann man sich später mal holen. Deswegen setzen wir da einfach mal nochmal was drauf. Und warum nicht, ne? Ich meine, ist ja echt eine geile Waffe. Habe ich ja schon letztes Mal hochgepriesen, als wir auf Inder auf diesem Gebirgspass waren. Kann man mitarbeiten. So, und jetzt ist das ganze Ding hier noch präziser. Ja, cool, danke. Brauchst dich nicht wundern, du Arsch. Also für ein paar Hitmarker ist die gut, aber das ist nicht so die richtige Kampfentfernung. Nicht für diese Waffe. Also wir gehen hier mal rein und gucken. Ja, ich sehe dich. Problem ist, er sieht mich auch und er zielt auf mich. Und da oben sind auch Infiltrator, die auf mich zielen. Nee, also das wird hier nichts, wenn ich nicht näher rangehe. Also machen wir das doch gleich. Nee, nicht von hier, nicht von hier. Boah, was hat er denn bitte für eine langsam schießende Waffe und das bei der TR? Sowas gibt es?
Ja, ich würde sagen, wir machen Trick 17 erneut. So, möglichst weit nach links. Denn von hier aus können wir tatsächlich hier oben helfen. Rechts war noch ein Infiltrator, ich weiß. So, das sieht doch gut aus. Eine Granate hätte mehr gebracht. Allerdings hatte ich keine Sprenggranate dabei. Also wir wissen ja, wo wir das nächste Mal spawnen werden. Ist ein echt guter Punkt, weil die Leute hier auf einem niedrigeren Terrain stehen als diese große Gletscherspalte. Und deswegen kann man damit recht viel machen. So, da sind wir wieder. Gucken mal, dass wir wieder flankieren. Ich hoffe, ich stehe hier auch richtig. Nee, die Sprungplattformen sind weiter hinten. Ich hasse ja Laufen im Planet Side 2, aber ich glaube, das hatten wir auch die letzten Aufnahmen schon mal besprochen. Was geht denn hier drin ab, bitte? Wir laden mal nach. Der ist down, okay. Dann wollen wir erneut uns abwenden von diesem Terrain und auf den Gletscherbrocken springen, weil der einfach viel cooler ist. Zack. Ja, also hier kann man leben. Hier sind auch inzwischen mehrere. Also die Leute scheinen zu verstehen, dass man von hier aus gut die Feinde bombardieren kann. Ich kann da unten nichts erkennen, wenn ich ehrlich bin. So, das war der Bewegungsmelder. Das war die Spawnleuchte. Der zweite Bewegungsmelder. Und ich wollte gerade sagen, das ist noch ein Infiltrator, aber dafür hat es nicht mehr gereicht. Ich hätte meine Munition nicht über den Bewegungsmelder verschwenden sollen. Aber den Spion habe ich auch einfach zu spät gesehen. Alles in allem nicht schlecht, würde ich sagen. Einen Sanitäter bitte. Jetzt wird wieder gesanitötet hier. Der ist echt älter als das Internet, glaube ich. Dieser Ausdruck, Sanitöter. Hey du, steh auf, du faule Schweinebacke. Na, wunderbar. Hey du, steh auf, du faule Schweinebacke. Nein. Sprungplattform ist hier hinten. Die Gegner kommen allerdings nicht mehr von unserer Spalte. Wobei doch, wir haben ja gesehen, die hatten einen Sunroar. Das heißt, das hier wird immer noch eine valide Taktik sein. Ja, man muss halt mit allen Tricks, die man kennt, arbeiten. Ich meine, so umständlich auf diese Plattform zu kommen, das ist wahrscheinlich nicht die Standardprozedur. So, wollen wir mal sehen. So, nachladen. 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 Er ist nicht durch Fallschaden gestorben. Das habe ich gerade gehofft. So, das klappt gut hier. Und wieder nachladen. Und den Infiltrator recken. Und den Sunny recken. Und den Resten-Typen recken. Ich würde sagen, das läuft gut an der Stelle. Und von hinten gereckt worden. Ja, kann ja nicht ewig gut gehen. Also war schon eine äußerst gute Killstreak dafür, dass wir alleine da oben waren und die Leute nacheinander weggeholt haben. Wisst ihr was? Gleich nochmal. Ja, es ist halt einfach so, wenn man eine Stelle hat, wo man gut was wegfarmen kann, dann geht der immer wieder hin. Solange die Position rentabel ist, geht immer wieder hin. Wieso läuft denn der so schnell? Wo kommen die auf einmal alle her? Ich habe gerade ein bisschen die Kontrolle verloren, weil... Ach, die haben das eingenommen. Ja, ich war total beleppert auf einmal, weil hier alles blau war, wo alles rot war vorher. Gut, das erklärt es dann natürlich sehr gut.
Ja, das hier habe ich ja letztens schon im Video dann endlich festgestellt und die hier sind dann noch einen ganzen Batzen weit weg. Ich würde ja jetzt spontan sagen, komm, hol ich es eben mit Station Cash, aber man kann halt nicht alles mit Station Cash holen. Wahrscheinlich würden die dann eh so viel kosten, dass man sie sich nicht vernünftig leisten kann. Das sind halt die Planetside-Preise. Ja, also ich sage ja immer, man kann sich alles immer erspielen. Das stimmt auch, bin ich von überzeugt, aber es ist halt alles mit Geduld verbunden. Und die hat nicht jeder. Holy shit. Ich bin nur glücklich, dass ich den noch bekommen habe. Und da freut sich jetzt jemand über den Kill, würde ich sagen. Können wir hier... Nee, das haben die gerade eingenommen. Okay, ich dachte gerade, wir könnten da direkt wieder spawnen, weil wir es eingenommen haben. Aber ich muss ja umdenken. Wir sind rot und nicht lila. Aber die haben den A-Punkt und niemand kümmert sich drum. Achso, doch, die kümmern sich schon drum. Ich habe nur gedacht, es wäre in dem Gebäude hier und habe keinen Mate gesehen. Aber tatsächlich ist es nicht in dem Gebäude. Hier, ich habe eine Granate, die dich heilt. Total logisch. Ja, dann komm halt nicht her. Ich meine, wer kennt auch die Heilgranaten? Man kann es ihm nicht verübeln. Benutzt halt kein Schwein so eine Kacke hier. Ich meine, ich habe sie mir auch noch aus Versehen gekauft. So, wir haben hier irgendwo einen Harasser, der da unten parkt. Hallo. Okay, nach einem Magazin kann man sich darauf verlassen, dass da wahrscheinlich keiner drin ist. Fucking heavy. Auch noch mit der Beetlejuice. Eine Waffe, die ich leider noch nicht selber testen konnte. Allerdings habe ich auch gar nicht so ein großes Interesse dran, wenn ich ehrlich bin. Wir haben jetzt gleich aber wieder einen Soforteinsatz. Und ab dafür. Im Biolab. Wie wollt ihr mich denn da sofort absetzen? Da lande ich ja wahrscheinlich wieder irgendwo in der Pampa, wo kein Schwein irgendwas machen kann. So total uninteressant eigentlich zum Kämpfen. Aber es wird darauf hinauslaufen. Und welche Überraschung, wo sind wir? Mitten in der Pampa. Allerdings muss man ja sagen, hier ist wenigstens in der Richtung, meine ich, so ein Teleporter. Also nicht so ein Teleporter, aber so eine Schwebeplattform. Auf jeden Fall glaube ich, dass hier eine sein sollte. Ja, da ist sie. Na du? Ja. Was immer die Typen über mir da machen. Die schießen mit dem Schalldämpfer nach da oben irgendwo. Die sind wohl super gut beschäftigt. Also ich habe Hitmarker gehört, aber keine gesehen, weil ich nicht drauf geachtet habe. Wenn ich den getroffen habe, wundert mich das. Ups. So, das ist eine Max-Einheit. Die ist aber nicht so schlimm. Denn wir sind wesentlich mehr. Ja, die ist auch schon down, glaube ich. So, ist hier jemand? Jupp. Der hat eine Mine gelegt und ist deswegen gestorben. Ne, Munipack war es. Ich muss nachladen, Kollege. Danke. Nicht flankieren lassen. Dass da jemand ist, weiß ich ja. Den habe ich ja nach links rennen sehen. Also nicht, dass der Mate gleich von dem erschossen wird. Ah, hier kann ich auch mir eine Ziellinie bauen. Max-Einheit. Das ist immer der Moment, wo man dann doch lieber gehen sollte. Ja, gegen Max-Einheit machst du nicht viel. Jedenfalls nicht alleine. Das ist wieder das, was ich meine. Man muss halt einschätzen, wie gefährlich so eine Max-Einheit ist. Alleine nicht drauf. Zu zweit locker. Geht drauf. Macht. Steh wieder auf, du Memme. Oh, oh. Den hätte ich nicht heilen sollen. Dann kam der Level 64 an, hat mich weggebumst. Ja, das hier wäre jetzt so ein richtig geiler Zeitpunkt für eine Pounder Max. Allerdings habe ich keine Pounder Max. Pounder ist halt der Standard, sekundär, das Standard-Sekundärgeschütz von der terranischen Max-Einheit. Ich kann es ja mal demonstrieren. Es,
Ich vergesse immer, daraus kann man den nicht nehmen. Ja, ich habe hier nur einen Pounder, aber ich werde mal kurz meine Sunny Challenge brechen, denn mit einer Max-Einheit, mit einem MG und einem Granatwerfer leben wir nicht lang. Das kann ich euch gleich sagen. So, links ist das, rechts ist das.